Doppelweltmeisterin aus Latin, Finnland, Carina Vogt! Ja, und Carina Vogt, unter großem Beifall, liebe Carina, geh in langsamen Schritten, der OB eilt dir entgegen. Mensch, Carina, dass wir uns jetzt nach so kurzer Zeit wiedersehen. Wunderbar, ich bin total begeistert und vor allem, dass du wieder zu uns nach Schwäbisch Gmünd kommst, dass wir heute den Auftrag gemeinsam machen dürfen. Und du wirst natürlich jetzt begrüßt von unserem Oberbürgermeister, der, wenn er durchkommt, dich jetzt entgegennimmt. Hat jemand unseren OB gesehen? Ja, da ist er. Und wir begrüßen den Oberbürgermeister, der unsere Doppelweltmeisterin, aktuelle Olympiasiegerin, mit ins Rathaus nimmt, jetzt zu mir nach oben auf den Rathausbalkon führt. Austritt, wir begrüßen auf dem Rathausbalkon unsere Doppelweltmeisterin Carina Vogt. Ja, liebe Carina, das ist dir, das ist dein Beifall. Schön, dass es heute möglich war. Schön, dass du zu uns gekommen bist. Deine Fangemeinde ist doch immer da. Wir sind mehrere hundert Leute, die am Freitagnachmittag sagen, das ist bei uns eigentlich ein ganz wichtiges Zeichen, mit ihnen, mit dir zu feiern. Und deshalb nochmal herzlich willkommen. Ich habe gesagt, jetzt darf ich das Mikrofon aus der Hand geben, bevor Sie zu Wort kommen hier am Rathausbalkon. Und alle warten schon, wie das geht mit dem Zieh, wie man zweimal diese 98 Meter so locker springt. Aber zunächst natürlich der Oberbürgermeister dran und der ergänzende Bürgermeister verabschiedet sich. Ciao! Liebe Carina, liebe Gmünderinnen und Gmünder, werte Gäste, herzlich willkommen! Doppelweltmeisterin, und eines, was wir natürlich sehr bewundern hier, das ist, dass du, liebe Carina, auf den Punkt genau präsent bist. Auf den Punkt genau eine Leistung zu bringen, die über allen anderen liegt. Was nützt es, wenn man beim Training die Beste ist oder der Beste? Das ist alles gut und recht, aber beim Wettbewerb das dann zu machen, dazu gehören Nerven wie Bräudenudler oder Nerven wie Stahlseile. Und die hast du und das macht uns stolz. Mittlerweile zeigt Carina immer wieder, die sind bodenständig und heimatverbunden und ganz weltoffen. Und wenn es gilt, na bringen sie es. Das ist unser Carina. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Ja, lieber Oberbürgermeister, vielen Dank für diese emotionale Ansprache. So kennen wir ihn, Schwäbisch Gmünd und Ägypten sind der Nabel der Welt. Aber liebe Carina, schön, dass du jetzt dastehst. Viele deiner Fans, die dich begleitet haben zur WM, entweder dass sie dort waren oder dann medial begleitet haben, als du dorthin bist, haben alle gesagt, Mensch, die ist gerade so am Kommen, die Resultate, die waren so beständig. Was reißt sie da, was kann sie da reißen? Ja, mit welcher Einstellung bist du hingefahren und warst du dir sicher, Mensch, das knacki, ich werde wieder Doppelweltmeisterin? Ja, also ich glaube, davon kann man nie ausgehen. Es wäre irgendwo unfair, der anderen gegenüber überhaupt sowas zu denken. Ich muss sagen, dass ich schon gemerkt habe, dass ich immer wieder besser in Fahrt komme, so die letzten Weltcups über. Und das hat auch der Plan ist auch wieder aufgegangen, so einigermaßen. Und ich war auch in der Position, dass ich wusste, ich kann eine Medaille machen. Und damit wäre ich eh schon überglücklich gewesen. Also ich habe mich, nachdem ich gesprungen war und die Bronze nicht sicher hatte, habe ich mich schon tierisch gefreut. Und ich muss sagen, jetzt so die Titelverteidigung, das war schon nochmal eine Ecke krasser. Also es war mit Sicherheit Olympia ebenständig und ja, ich bin einfach glücklich, dass ich jetzt heute wieder hier sein darf. Beifall unsere nicht nur Königin der Skispringerinnen, sondern auch der Herzen, so gesagt hat, dieser erste Sprung mit diese 98,5 Meter, dann dritter Platz, steht man dann da oben und denkt, ja, dritter, den hältst du jetzt oder sagt man dann, da greife ich nochmal an, ich bin jetzt in einer guten Position, jetzt will ich es wirklich wissen. Ich muss sagen, dass das, glaube ich, auch irgendwo ein kleiner Vorteil war, weil ich mir gedacht habe, ja, die anderen denken bestimmt auch,
die macht es eh wieder ganz gut. Und das habe ich mir dann auch gedacht, dass ich das schon irgendwie runterbringe wieder. Und bin dann eigentlich wieder recht locker gesprungen und ja, es hat dann wieder gereicht. Das sagt sie so ganz lässig. Wenn ich Sie nach Ihren Wünschen noch frage, der Oberbürgermeister hat gesagt, am Wochenende 24., 25., 6. wollen wir die Schanze anweihen. Können wir da mit unserer Vierfach-Weltmeisterin und Olympiasiegerin rechnen? Hast du den Termin schon im Kalender eingetragen? Also auf dem Fest abends bin ich auf jeden Fall. Klasse, das freut uns natürlich riesig. Liebe vierfache Weltmeisterin, Olympiasiegerin, aber du hast irgendwas so gesagt, das wäre auch noch was, was mich reizen wird. Ja klar, also ich plane das auch nicht immer so, dass ich am Anfang ziemlich scheiße bin und dann immer besser werde. Ich würde schon mal gerne eine komplette Weltcup-Saison auch irgendwo zeigen, dass ich um Siege mitspringen kann und vielleicht nur ein Wörtchen beim Gesamtweltcup mitrede. Und das ist schon noch der große Traum, den ich verfolge. Ja, wunderbar. Das wollten wir hören. Der Weltcup zu gewinnen, das ist Ihr nächstes Ziel. Und wir sind uns ganz sicher, eine solche Persönlichkeit mit einer solchen Nervenstärke, genau mit einem solchen Zuvertrauen auf der Punkt fit zu werden und das dann eine ganze Saison, das wünschen wir dir. Und deshalb vielen Dank, dir alles Gute, unsere Carina Vogt. Und die Carina wird sich mit dem Oberbürgermeister dann nach unten begeben. Also gut, nach dem Einzel war es relativ schwierig, da wusste ich ja, dass das Mix noch bevorsteht, da haben wir ein bisschen angestoßen und nach dem Mix haben wir dann schon ein bisschen in der Bar und im Hotel haben wir ganz gut das genossen. Jetzt hier der große Empfang in Schwäbisch Gmünd, gleich geht es nochmal weiter zum nächsten Empfang. Hat man da eigentlich noch Lust zu feiern oder ist man irgendwann so ein bisschen feiermüde? Ja, also feiern, was heißt feiern? Ich freue mich einfach, dass ich so eine Möglichkeit kriege, dass die Leute mich hier so unterstützen. Von feiern würde ich jetzt nicht mehr reden, ich bereite mich auch schon wieder auf den nächsten Weltcup vor. Aber natürlich sind solche Tage auch die Wertschätzung, die mir die Leute gegenüberbringen und das macht mich schon stolz. Wie ist es dann, wenn man da oben so auf dem Rathausbalkon steht und ja doch sehr, sehr viele Menschen da sind? Was geht da so in Ihnen vor? Also ich muss sagen, ich war verwundert, dass doch wieder so viele da waren und dass die Leute das immer noch so positiv annehmen. Und ja, es ist einfach total cool, dass von meiner Heimat dann noch die nötige Unterstützung auch kommt.